willkommen bei meinem neuen Video. Ich weiß, ich war lange nicht mehr da. Ich habe so viel zu tun gehabt die letzten Monate. Und ich bin umgezogen. Ich hatte einen Autounfall leider. Also es ist einfach so viel passiert in den letzten Monaten, dass ich gesagt habe, okay, ich schraube mal ein bisschen zurück. Aber jetzt langsam pendelt sich alles wieder ein und ich bin zurück. Ja, also heute ein Talk with Char. Also Make-up heute mal nicht, weil ich, ja, es ist halt ein Thema, was mich eigentlich schon immer betroffen hat. Also, dieses Mal möchte ich darüber reden, wie ich geschafft habe abzunehmen, also wie ich es mache, weil ich gerade dabei bin und warum. Also, warum. Ich bin immer Pro, ne? Also, ich muss immer sagen, ich bin immer Pro. Girl, fühl dich wohl in deiner Haut, wenn du dich wohlfühlst. Dann ist alles gut. Und ich sag's euch, lasst euch nicht vom Menschen runtermachen, weil die Menschen werden nie aufhören, euch runterzumachen. Aber, was ich sagen wollte, wenn du dich nicht wohlfühlst, und das habe ich mich nicht mehr gefühlt, ich habe mich nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt was ändern wieder. Ich hatte ja, wie ich bereits schon mal erwähnt hatte, vor meiner Schwangerschaft 28 Kilo abgenommen gehabt. Und damals, muss ich sagen, war ich wirklich, ich war nicht Single, aber ich war, sagen wir mal, alleinlebend. Da war mein Mann noch nicht in Deutschland und ja, auch noch nicht verheiratet halt. Und hatte halt auch noch kein Baby. Also ich muss sagen, diesmal ist es wirklich ganz anders. Ein ganz anderes Kaliber und ja, aber es ist machbar und noch bringt es mir Spaß. Also ich muss echt sagen, bei Diät ist, also für mich das Wort Diät gibt es nicht. Also es gibt Diät, klar gibt es Diäten und du kannst sagen, okay, ey, ich muss bis dann und dann 7 Kilo abnehmen, weil da ist die Hochzeit und ich muss Bombe aussehen und bliblablub. Das ist für mich, was ich unter Diät verstehe. Das ist für mich die Definition von Diät. Aber das, was ich mache, ist keine Diät. Es ist einfach eine Lebensumstellung. Es ist einfach eine Umstellung meines Lifestyles. Weil mein Lifestyle in den letzten Jahren war halt natürlich dementsprechend, also mein Essenslifestyle war halt dementsprechend nicht so gut, weil sonst, ne, sonst hätte ich die Kilos nicht so drauf, wie ich die jetzt habe. Und ja, und ich habe mich zu einem gewissen Grad wohlgefühlt, dann nicht mehr, dann habe ich abgenommen, 28 Kilo. Ich habe mich Bombe gefühlt, nach 28 Kilo weniger, wow, ehrlich, das war ein neues Lebensgefühl. Aber in der Schwangerschaft habe ich dann, glaube ich, also ich habe mein Gewicht gehalten, aber in der Schwangerschaft habe ich dann, glaube ich, 11 bis 15 Kilo nochmal zugenommen. Und da, ja, da habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. So, und jetzt bin ich an dem Punkt. Also nicht jetzt, ich hatte den Punkt schon letztes Jahr, also 2018. Aber jetzt bin ich wieder bereit, darüber zu sprechen. Und ja, deswegen stelle ich euch heute einfach mal vor, mein Diät-Ideologie. Nein, das Wort Diät gibt es gar nicht. Sorry, mein Fehler. Also meine Ernährungsumstellung ist einfach ein Lifestyle, den ich mir aneignen möchte und einfach für den Rest meines Lebens so leben möchte, weil mein Stoffwechsel, meine Gene, die sind halt einfach so, dass ich schnell zunehme. Es ist einfach so. Ist halt so, kann ich nicht ändern, muss ich mit leben. So. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich mein Leben lang nichts essen kann oder nichts Leckeres essen kann oder so, aber es wird einem ja immer eingetrichtert, ne? Wenig, du musst so wenig wie möglich essen oder beziehungsweise weniger essen. Und halt nur Obst und Gemüse und keine Süßigkeiten, das ist ja verboten und. Wir kennen das alles schon. Und so ganz abwegig ist es ja nicht, aber halt so wie die Society einen das versucht zu an den Kopf zu ballern, das ist halt natürlich meiner Meinung nach falsch. Ich sehe das ein bisschen anders und ich war damit eigentlich bis jetzt recht erfolgreich. Also ich habe mich mit einer kleinen Mädelsgruppe zusammengetan. Als erstes, genau, als erstes, was ich immer sagen würde, also sagen möchte, ist, dass ich immer dafür bin, dass man sich Hilfe sucht. In dem Sprechen, also ich habe Hilfe durch Familie und durch Freunde und ich habe einfach, schaut mal, ich hab so eine kleine Mädelsgruppe. Die haben die Challenge gehabt, Januar. Also ich habe schon ein bisschen vorher angefangen, aber da war ich halt nur für mich und habe für mich alles so, ne, recherchiert. Und seit Januar haben wir jetzt diese Gruppe, also Anfang Januar.
Und ich muss sagen, das ist so schön, einfach Mädels zu haben, die alle dasselbe Ziel verfolgen und einfach in diese Transition sind, einfach ihr Leben zu ändern, also ihr Lifestyle. Ihr Lifestyle. Und ist wirklich, wenn man nicht alleine ist, steht man einfach immer gut da. Also man hat immer Backup. Wenn man mal irgendwo ist und sagt, ey Leute, kann ich das essen? Oder wie seht ihr das? Und ich. Da ist immer irgendjemand online, der gerade dir antwortet. Und das ist echt toll, muss ich echt sagen. Und ich sage euch immer, holt euch Hilfe. Es muss nicht, das klingt jetzt ein bisschen komisch so, oh, du hast ein Problem, hol dir Hilfe. Aber ich finde das schon richtig, wenn du dir Hilfe suchst im Freundeskreis oder im Familienkreis. Oder wenn du nichts von beiden hast, dann hol dir Hilfe vom Staat. Also, was heißt vom Staat? Aber geh zu deiner Krankenversicherung, sag, du möchtest abnehmen. Die geht es da psychisch nicht mehr gut damit und es gibt mittlerweile so viele Sachen, wo man in Deutschland Hilfe bekommt. Also versucht es. Wenn ihr euch nicht mehr wohlfühlt, geht raus, holt euch Hilfe. Meine Hilfe war meine Familie, meine Freunde, mein Ehemann, mein Sohn, alles. Also ja, das ist halt das, was mich am Leben hält, sage ich mal. Und ja, ich habe mit Low Carb wieder angefangen. Low Carb heißt für mich einfach so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Ich esse kein Brot mehr, ich esse keine Nudeln mehr, ich esse kein Reis. Ich esse all das nicht mehr. Das klingt jetzt ein bisschen radikal, aber. Ich muss sagen, mittlerweile gibt es so viele Rezepte und so viele coole Sachen, wo man die Kohlenhydrate einfach ersetzen kann. Ich mache das für mich einfach gerade so, weil ich einfach viel abnehmen möchte. Ich möchte so viel wie möglich abnehmen. So, ich habe mir kein Ziel gesetzt und ich habe mir keine Zeit gesetzt. Aber ich habe gesagt, ich möchte so lange abnehmen, bis ich sage, oh, jetzt fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen sexy wieder, ne? Ja, und keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt so für mich. Was ich gelernt habe, ist, dass ihr einfach für euch, also halt die, die abnehmen möchten, oder die überhaupt einfach an ihrer Ernährung ändern, also was ändern möchten, sich einfach so selber sagen oder selber gucken, wie es für den am gemütlichsten ist. Ich sage natürlich, für jedes Ziel oder für jede Dings im Leben muss man halt was dafür tun. So ist es. Es ist halt einfach so. Aber es gibt so viele verschiedene Arten von Diäten erstens. Es gibt so viele verschiedene Arten von, was weiß ich, Meal Plan oder sowas wie Challenge oder dies und das und das. Du musst raus und du musst recherchieren, du musst lesen, du musst versuchen, einfach das zu finden, was für dich am liebsten ist. Und für mich, wo ich mich jetzt gerade am wohlsten fühle, ist halt einfach Low Carb. Und also Low Carb, also gar keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate, sage ich mal. Und dieser neueste Trend, Intermittent Fasting. Also im deutschen Raum nennt sich das Intervallfasten. Genau. Und Low Carb kennt ja eigentlich so gut wie jeder. Deswegen habe ich gesagt, heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Intermittent Fasting. Weil ich das selber für mich jetzt halt neu entdeckt habe. Ich habe davon ganz früh schon was gehört. Also meine Schwester hat mir damals darüber was erzählt, weil ein Bekannter von ihr, also ein Freund von ihr, wohl sehr viel davon abgenommen hat oder dadurch abgenommen hat. Und ich habe damals ja gesagt, ja, nee. Weil mit Fasten, Verbindung mit Fasten, denke ich erst als erstes an meine Religion, also meine islamische Religion. Und das war's. Also Fasten, das klingt halt nach lange nichts essen und nee, nichts für mich. Aber, ich habe wirklich dieses Jahr dank einer Bekannten, einer lieben Dame, bin ich drauf gekommen, das Intermittent Fasting zu machen. Und habe mich damit halt auseinandergesetzt die letzten Wochen und so viel drüber gelesen, dass ich selber gesagt habe, okay, ich glaube, ich probiere es mal. Sie hat selber damit sehr viel abgenommen und deswegen habe ich gesagt, gut, ich probiere das mal. So, was ist Intermittent Fasting oder Intervallfasting? Intervallfasten. Das ist einfach eine Art, eine Einstellung oder eine Art, deinen Körper einfach in eine Phase zu bringen, wo er einfach regeneriert. So. Es gibt verschiedene Arten von diesem Fasten. Ich mache es in der Art. Also ich faste für 16 Stunden und esse
für 8 Stunden. Also ich esse nicht 8 Stunden lang durch, aber ich habe ein Zeitfenster von 8 Stunden und ein Zeitfenster von 16 Stunden. Ihr müsst euch vorstellen, 16 Stunden lang esse ich nichts außer Wasser, Tee und Kaffee, wenn ich Lust drauf habe, aber ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Und in den 8 Stunden esse ich dann halt mein Essen. So. Damit muss ich sagen, habe ich wirklich, ich glaube, seitdem ich damit angefangen habe, ich sehr viel, also nicht sehr viel, aber bis jetzt, das sind jetzt knapp 3 Wochen. Morgen sind es, nee, in ein paar Tagen sind das ungefähr genau 3 Wochen, glaube ich, ein paar zerquetschte. Und da habe ich, glaube ich, habe schon 7 Kilo runter. So, bei mir geht es natürlich schneller, weil ich halt um einiges mehr Gewicht als andere haben. Aber immerhin, es ist viel Wassereinlagerung, aber immerhin. Ich muss sagen, damit komme ich am besten zurecht. Warum komme ich damit am besten zurecht? Ich liebe es zu essen. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Ich esse weiterhin gerne, aber ich benutze meinen Kopf zum Essen. Also ich esse nicht einfach wahllos. Bevor ich was esse, mache ich mir klar, was ich esse. So, aber nochmal zurück zum Intermittent Fasting. Sagen wir zum Beispiel, also ich fange mal an, um 12 zu essen. Ich lasse das Frühstück sozusagen wegfallen. Ich esse um 12. Da mache ich mir so, was weiß ich, was ich esse. Je nachdem. Also ich esse ja Low Carb. Deswegen mache ich mir, sagen wir mal zum Beispiel, ich mache mir da einfach einen Salat. Und dazu ein Glas Limonade, selbstgemachte Limonade. Dann gibt es nochmal einen Snack. Hier habe ich zum Beispiel auch meine Pomelo immer dabei. Ich liebe die. Und ich kann ja jetzt sogar gleich welche mitessen, wenn wir schon dabei sind, ne? Weil es wird immer später. Und später kann ich keine mehr essen. Ja, wie gesagt, ich esse über diesen Zeitraum, diese 8 Stunden esse ich, worauf ich Lust habe. Obst, Gemüse, Fleisch und Fette. Ich versuche halt alles mit reinzunehmen. Nur die Kohlenhydrate lasse ich weg. Oder in ultra, ultra geringen Maßen, wenn ich richtig Bock drauf habe. Aber nach ein paar Wochen bist du da eigentlich so raus, dass du da irgendwie gar keine Lust mehr drauf hast. So, ab 20 Uhr esse ich dann nichts mehr. Ich nehme nichts mehr zu mir auf. Es sei denn, ich möchte einen Tee trinken oder Wasser. Wasser kannst du ja en masse, sollst du sogar en masse. Aber das war es halt eigentlich. Ab 20 Uhr, die restlichen Abendstunden entspanne ich, trinke ich einen Tee, gucke ich mir einen Film an, zum Beispiel mit meiner Familie. Oder verbringe ich mit den Kleinen, bringe ihn ins Bett und die letzten Stunden entspanne ich halt in Ruhe mit meiner Familie oder mit meinem Mann. Aber dann geht es irgendwann ins Bett und ihr müsst euch vorstellen, die 8 Stunden Schlaf, also 8 Stunden sollte man schon so in Anspruch nehmen, zählen halt mit zu diesen 16 Stunden. Also müsst ihr euch vorstellen, fastet ihr oder leidet ihr gewiss nur 8 Stunden. So, und wenn du morgens aufstehst, isst du halt einfach nur nichts. Sagen wir, ich frühstücke halt nicht. Ich trinke halt ganz viel Wasser, mache mich fertig und gut ist. Und um 12 kannst du schon wieder Mittag essen. Also an sich, das klingt jetzt so, ne, 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 ne. Aber das ist wirklich machbar und das ist gar nicht so schlimm, wie sich das alles in deinen Ohren anhört. So, das Gute am Intermittent Fasting ist halt natürlich Fettabbau. Ja, dein Körper braucht einfach Zeit, um Fett abzubauen. Du kannst nicht erwarten, ständig irgendwie zu futtern, futtern, futtern. Natürlich muss auch ein Kaloriendefizit sein, aber trotzdem, wenn du ständig was zu dir nimmst, hat dein Körper die ganze Zeit was zu tun. Dein Körper muss die ganze Zeit verdauen. Und das ist ja klar, der kommt dann gar nicht dazu, an die Fettreserven und die abzubauen und etc. etc. Es sei denn, du machst ultra viel Sport noch am Tag und so, dass du irgendwie total viel Energie brauchst und der dann irgendwie schafft, dann an deine Fettreserven zu kommen. Aber so ist das nicht im Durchschnittsfall. Ich rede jetzt nur von mir. Mein Körper braucht ungefähr 6 bis 8 Stunden, glaube ich. Also ich sag mal 8 Stunden, um wirklich zu regenerieren. Also da wird nicht nur Fett abgebaut, aber unter anderem, und das ist ja halt mein Ziel gerade, und unter anderem Prävention von Kreislaufproblemen wie Bluthochdruck, Diabetes etc. etc.
Genau, ich habe mich da ein bisschen durchgelesen. Ich habe auch hier klein meinen Notizzettel, damit ich auch nichts vergesse. Ich weiß, dass diese Phase, wo man nichts isst, wird ein Hormon freigesetzt. Und das nennt sich HGH oder Somatropin. Sorry, ich bin nicht so hier Mrs. Dr. Sherry. Nein, ich habe mir das Wissen auch nur angeeignet. Und das wird halt gebildet, wenn dein Stoffwechsel gerade nicht am Verdauen ist. Und dieses Hormon ist halt dafür zuständig, dass ja, lässt den Körper in Fettabbauphase fallen sozusagen. So, aber dafür muss halt auch kein, also dafür darf halt kein Insulin ausgeschüttet werden. Insulin ist sozusagen das Gegenteil, sage ich mal. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, aufgrund der Glukose, die in deinem Körper ist, kann das Hormon nicht ausgeschüttet werden. Und somit greift dein Körper für die Energie, die er braucht, dann zum Zucker, der im Körper ist, anstatt zu deinem Fett. So habe ich das verstanden. Also so im Groben und Ganzen soll es dann halt sein. Und deswegen braucht dein Körper halt auch wirklich diese Zeit, um wirklich zu sagen, okay, so in diesem Zeitraum kommt jetzt gar kein Zucker in meinen Körper oder gar keine Kalorien, gar keine Energie. Und dein Körper bildet halt diese Hormone und diese Hormone sagen dann, hör mal zu, um Energie zu zu bekommen, kannst du da und da dir deine Energie herholen. Und das ist dann meistens dann halt die Fettreserve. So, und natürlich gibt es halt dann noch andere Sachen wie Anti-Aging, Muskelaufbau und sowas. Also, das sind halt so Pluspunkte, die man dann hat, wenn man dieses Intermittent Fasting macht. Und ja. Ja, ich weiß nicht, dieses Intermittent Fasting, du hast halt wie nennt sich das? Du hast dann halt deinen Energiebedarf, also du hast ja deinen Kalorienbedarf am Tag. Das ist ganz wichtig, dass du das vorher herausfindest, wie viel Kalorien du am Tag essen möchtest. Es sollte halt ein Defizit da sein, aber halt auch nicht zu niedrig. Wenn es zu niedrig ist, ist das auch nicht gut für deinen Körper. Das ist total ungesund und dein Stoffwechsel schläft halt irgendwann ein und dann arbeitet er irgendwann total langsam und dann du arbeitest einfach nur gegen dich selbst. Das ist einfach nicht vom Vorteil. Also versuche immer schon deinen Kalorienbedarf zu decken am Tag, aber halt, dass da ein Defizit schon drin ist. Mein Kalorienbedarf ist irgendwie aufgrund meines Übergewichtes schon so bei 1800 oder so, irgendwie so um den Dreh. Aber wenn ich also meine ganzen Sachen eintracke, die ich am Tag esse, bin ich immer trotzdem nur bei 1100, 1200, Maximum 1300. Deswegen, also Defizit ist schon da. Und siehe da, ich nehme trotzdem ab. Und ich fühle mich wirklich super. Ich fühle mich so gut. Nicht nur abgesehen davon, dass ich natürlich auch abnehme. Was mich auch ein bisschen happy macht. Aber ich fühle mich einfach im Kopf auch gut. Ich wache morgens auf mit. Ich bin nicht so super ultra müde. Klar ist man müde, man wacht auf. Aber ich bin nicht so schläfrig oder weiß ich nicht. Ich bin nicht so, wie ich sonst immer war. Also mir geht es einfach gut. Morgens bin ich fit, ich stehe auf, ich gehe duschen, mir geht's gut. Und ich habe Zeit und Kraft für mein Kind. Und ich habe einfach Zeit und Kraft für mich selbst. Und das ist einfach eine neue Erkenntnis, die ich mache durch dieses Intermittent Fasting, was ich vorher halt nicht hatte. So, und zu dem Intermittent Fasting mache ich halt Low Carb. So. Das sind jetzt sozusagen nicht, ich will nicht sagen, das sind zwei verschiedene Dinge in ein. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Aber mein Background möchte heute nicht so, wie ich will. Aber ich muss sagen, beim Intermittent Fasting, also Intervallfasten, wenn du abnehmen möchtest, wenn du Fett abbauen möchtest, musst du schon ein Kaloriendefizit haben oder solltest du schon ein Kaloriendefizit haben. Und natürlich nicht essen, was du willst. Doch, doch, ess, was du willst, aber nicht so ungesund. Du solltest nicht irgendwie 1000 Kilo Pommes und Burger nicht reinschaufeln. Kannst du natürlich machen, aber wenn es nicht so funktioniert, wie du es haben möchtest,
liegt es halt wahrscheinlich auch wirklich daran, ne? Also du musst schon versuchst schon, dich so gesund zu ernähren, ausgewogen, das ist halt auch wichtig, dass du alles hast, dass du deine Proteine hast, wie heißt das, deine Fette, dein Obst, dein Gemüse, also es muss alles irgendwie ein bisschen ausgewogen sein. Kohlenhydrate von mir aus gerne auch. Das ist halt das, wie ich das mache. Ich habe entschieden, das nicht so zu machen, also ohne Kohlenhydrate. Aber ich werde mit Sicherheit irgendwann auch wieder Kohlenhydrate essen, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe oder mein Wohlfühlgewicht. Und aber trotzdem immer bedacht und mit Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Und so viele fragen mich, oh, gib mir Tipps und wie machst du das? Und das ist wirklich, natürlich habe ich auch manchmal Phasen, wo ich gerade richtig Bock auf Nutella-Brötchen habe. Ich gebe es zu, habe ich ab und zu. Und wisst ihr was? Jetzt im Januar habe ich jetzt gesagt, machen wir mit den Mädels eine Challenge, dass ich jetzt wirklich verzichte auf Süßkram und sowas. Aber in meinem allgemeinen Ernährungsumstellung, wenn ich mal Lust habe auf ein Nutella-Brötchen oder wenn ich mal Lust habe, einen Burger zu essen, dann mache ich das. Ich gucke natürlich immer erstmal nach Alternativen, wenn ich jetzt einen Burger essen möchte. Jetzt zum Beispiel kann ich mir auch einen Burger machen. Ich kann mir einen Burger ohne Brot machen. Und statt das Brot esse ich dann Tomaten. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so viele Tipps und Tricks eigentlich bei meiner Instagram-Seite, wo ich ganz viel über so Rezepte teile, wie ich esse und sowas. Weil das ist halt das Hauptproblem. Wenn man nicht weiß, was man essen soll, dann isst man halt das, was da ist. Oder isst man halt das, was schnell geht. Und dieses Vorbereiten ist halt auch wichtig. Man muss sich darauf vorbereiten. Ich mache jeden Tag meine Kanne Wasser mit Gurken und Limetten und mit Beeren. Ich mache zwei verschiedene, damit ich so ein bisschen Vielfalt habe. Mache ich fertig, dass ich im nächsten Tag immer mal was anderes habe, außer nur Wasser, Wasser, Wasser. Ich versuche halt wirklich so viel Wasser wie möglich zu trinken. 3 Liter am Tag, aber 3 Liter, ich weiß nicht, ob ich das. Naja, ich versuche es auf jeden Fall, aber auf die 2 komme ich meistens schon. Ja, so zwischen 2 und 3 Liter, das ist immer so ein Ding, ne? Aber auf Toilette gehen wirst du auch ganz viel, aber gehört halt alles dazu. Und wenn man wirklich viel Gewicht verlieren möchte, muss man wirklich was dafür tun. Und das ist jetzt, sage ich mal, das Angenehmste für mich ist das halt dieses Intervallfasten. Ich esse 16 Stunden lang nichts, du musst dir vorstellen, von den 16 Stunden schlafe ich 8 Stunden. So, ja, wenn der Kleine es zulässt, aber meiste Zeit schlafe ich in den 8 Stunden. Dann wache ich auf morgens, mache mich fertig, mache mich mit den Kleinen fertig. Dann gehen wir nochmal spazieren ein bisschen und kommen dann wieder und schon ist es schon 12. Also ich weiß nicht, wenn man was zu tun hat und die meiste Zeit haben die Menschen was zu tun, und zwar arbeiten gehen oder Familie haben, dann geht das wirklich mit dem Intervallfasten und ihr müsst gucken, dass ihr euch da irgendwie reinliest. Es gibt so viele Seiten und ich gebe euch einen Tipp. Bei Instagram oder Facebook, wo auch immer, irgendwo ist man immer unterwegs. Ich gebe euch einen Tipp. Das, was mir immer hilft. Ich folge so vielen Seiten wie möglich. Mit leckeren, gesunden Rezepten und mit Menschen, die was geschafft haben. Also diese Vorher-Nachher-Bilder. Ich folge so vielen, ich guck mir die gar nicht an. Aber beim Scrollen, jeden Tag geht man in Instagram rein oder Facebook rein und guckt ein bisschen und denkt sich, oh, was ist denn heute hier los? Und immer sehe ich diese Leute, die mal so waren und auf einmal so sind oder die einfach so viel glücklicher wirken und viel glücklicher aussehen, einfach weil sie sowas geschafft haben. Und das motiviert mich immer wieder. Manchmal habe ich natürlich Zeiten, wo ich so keine Lust habe und denke mir, was soll ich heute essen? Ich habe gar keinen Bock zu kochen und keinen Bock zu vorbereiten und der Kleine. Aber ich muss sagen, immer diese Seiten zu sehen, immer diese Menschen zu sehen, die es schon geschafft haben und die immer wieder einfach nur dasselbe sagen, bleib am Ball, bleib am Ball, bleib am Ball. Natürlich denkt man sich so, ja, bleib am Ball, schön gesagt, aber es ist nicht so einfach. Ist es auch nicht, aber es ist möglich und das motiviert mich halt immer wieder. Und natürlich mein Kleiner. Na, ich möchte nicht später irgendwie so dick sein, dass ich irgendwann eben mit ihm unterwegs bin und ich möchte wirklich viel mit dem machen später, dass ich mit ihm unterwegs bin und irgendwo nicht mehr reinpasse. Oh mein Gott, ich stelle mir das manchmal vor, ich bin im Disneyland oder so mit ihm.
Und dann wollen wir Achterbahn fahren oder so. Und dann sagen die, ja, nee, das sind zu dick. Oh. Das hab ich, habe auch schon so Horror-Stories gehört, ne? Jetzt nicht von Disneyland, aber generell so Sachen. Und ich denke mir, das ist für mich das Grausamste, wenn mein Sohn irgendwie beeinträchtigt wird, wegen mir. Das geht nicht. Und mein Sohn ist wirklich meine größte Priorität, ist mein höchster Schatz. Und allein schon nur für ihn ist es es wert, dass ich diesen Kampf aufnehme und sage, ich möchte was an mir ändern. Und wenn man drinne ist, Leute, dann ist man drinne. Wenn man drinne ist, ist man drin. Ich kaufe jetzt ein, natürlich, wenn ich manchmal so Brötchen sehe, so frisch gebackene Brötchen beim Penny oder so, denkt man auch schon, oh, das wäre schon geil. Aber ich habe gesagt, wenn ich Bock auf sowas habe, mache ich es. Dann sage ich zu meiner Schwester, hey Jasmin, wollen wir am Wochenende brunchen bei mir? Dann kommt sie, wir gehen schön einkaufen, kaufen alles und das ist ein Pomelo-Stück. und dann brunche ich. Ich esse dann auch richtig schön mein Nutella-Brötchen, wie ich Lust habe, mein Salami-Brötchen. Aber dann mache ich das wirklich richtig und dann halt nur einmal. Und danach bin ich meistens so gesättigt und geplättigt und ich merke richtig, wie mein Körper so low wird, weil einfach mein Körper das nicht mehr gewohnt ist. Und dann merke ich schon so, okay, ich habe da gerade wirklich viel Scheiße gegessen. So, und so ist es halt auch mit den anderen Sachen, mit Burgern und alles so. Da müsst ihr halt einfach gucken. Aber der erste Schritt ist immer zu gucken, zu probieren, Rezepte rausfinden. Es gibt so viele Rezepte, wie man irgendwie so ein Cupcake, so ein Schoko-Cupcake, der hat irgendwie nur, ich weiß nicht, 3 Kalorien oder so. Oder 5 Gramm Kohlenhydrate. Ey Leute, stellt euch das mal vor, ihr könnt Schokoladen-Cupcake essen, der so wenig Kalorien hat. Das ist doch unglaublich. Und das gibt es. Und es gibt so viele Seiten, allein schon auf meiner Seite, ich teile so viel, ich habe auch auf meinem Handy noch so viele Bilder und Videos, was ich alles noch teilen möchte. Aber ihr könnt echt mal vorbeischauen und ich mache das nicht irgendwie um Follower oder whatever. Nein, ich mache das wirklich, weil es gerade wirklich mein Ding ist. Und ich habe so viele Mädels, die mich immer fragen, oh, wie machst du das? Und was isst du den ganzen Tag? Und bla, 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 bla. Und habe ich gesagt, gut. Und meine beste Freundin, die Brie, hat dann gesagt, mach doch einfach eine Seite, wo du alles speicherst sozusagen. Und da hast du ein paar Leute, die das abgucken. Du hilfst denen damit. Und du speicherst halt die Sachen automatisch. Und auf Handy speicher, wir kennen selber. Manchmal ist es nicht so toll und so easy. Deswegen, ja, so sehe ich das halt. So ist das alles aus meiner Sicht. Und ich mache Intermittent Fasting. Also ich faste 16 Stunden, davon 8 Stunden schlafe ich. Also sozusagen faste ich oder leide ich einfach nur diese 8 Stunden. 4 Stunden am Morgen, 4 Stunden am Abend und die restlichen 8 Stunden esse ich. So, man kann auch, man muss es nicht so wie ich machen, dass man irgendwie gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Mein Sohn isst alles, was ich esse. Vorab. Mein Sohn isst alles, was ich esse. Also seine Ernährung ist recht ausgewogen und gesund, sage ich mal. Ich esse viel Gemüse, ich esse viel Obst und wirklich, er liebt es. Das Einzige ist, er kriegt noch Brot ab und zu. So ein Brötchen oder so. Das gebe ich ihm ab und zu. Oder generell Brot kaufe ich ein, halt für ihn. Und Nudeln und sowas, das kriegt er auch. Zwischendurch mal so eine Nudelsuppe oder sowas. Das mache ich schon für ihn. Also er soll nicht irgendwie an Kohlenhydrate mangeln oder irgendwie Low Carb machen wegen mir. Der wird jetzt erst 1, deswegen nee. Aber trotzdem, es ist ja eigentlich meistens das, was ich auch esse. Und ich muss sagen, ihm geht's gut damit. Gestern Abend zum Beispiel gab es Zucchini-Nudeln mit Bolognese. Und war ultra lecker. Ich habe die Bolognese selbst gemacht. Dann musste ich keine Maggi-Packung kaufen. Und er liebt es. Und so kriegst du auch dein Kind dazu, dass er Gemüse isst. Ne? Also es ist immer so ein Ding, so ein Hin und Her. Man muss es abwiegen und gucken. Aber ich krieg das so am besten hin. Und ich teile so auch mein Wissen, das, was ich weiß. Ich bin keine Ärztin. Natürlich müsst ihr vorher immer euch Rat holen von Ärzten, bevor ihr je auf mich einfach hört. Holt euch Rat. Habt ihr es überhaupt nötig abzunehmen? Habt ihr es überhaupt nötig,
weiß nicht, zuzunehmen oder whatever, holt euch immer Rat. Egal wie. Ich weiß, ich hab's nötig. Ich weiß, ich hab mich nicht mehr wohl gefühlt. Und ja, das ist so mein Wort dazu. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr einkaufen geht, kauft nur das ein, was ihr wirklich braucht. Kein unnötiges Zeug. Kauft nur das und macht euch eine Liste vorher. Und weil, wenn ihr nur das zu Hause habt, was ihr eingekauft habt oder was ihr aufgeschrieben habt, dann esst ihr auch keinen Quatsch mehr. Glaubt mir aufs Wort, dann isst ihr keinen Quatsch mehr. Aber wenn du zu Hause dein Küchlein oder dein Bienenstichstück im Kühlschrank hast, dann kreist das die ganze Zeit in deinen Kopf herum. Und das ist es nicht wert. Echt nicht. Dann mach dir lieber einen Cheat Day, wo du den ganzen Bienenstichkuchen reinschiebst. Okay, nicht den ganzen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein Cheat Day. Und gut ist. Aber macht euch mental nicht kaputt. Und wenn ihr mal Lust habt, was essen zu gehen mit Freunden, dann macht es. Es ist halt so, man wäre nicht dick, wenn man von Anfang an oder von vornherein so dieses ab und zu mal was essen oder ab und zu mal was Ungesundes isst, ist das nicht die Welt. Aber man hat zu viel davon die letzten Jahre gegessen und zu viel Zucker und zu viel Kohlenhydrate und alles. Und ihr wisst schon, was ich meine. Also, überlegt es euch sehr gut, holt euch natürlich Rat vorher von Freunden, Familie und Ärzte, weil ich möchte jetzt nicht irgendwelche Mädels dazu auffordern, abzunehmen, obwohl die es gar nicht nötig haben. Und wenn ihr das alles gemacht habt, versucht es einfach mal. Also, ihr könnt klein beginnen, ihr müsst nicht 16 Stunden direkt fasten. Ihr könnt auch anfangen mit 12-12, also erstmal 12 Stunden fasten, 12 Stunden essen und dann 14. Also man soll sich langsam herantasten. Und ja, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Bei mir ging es eigentlich relativ gut, um reinzukommen. Ich hatte da nicht so die Probleme. Ich habe nur gemerkt, dass mein Puls sehr hoch war anfangs. Aber ich habe später gelesen, dass dadurch, dass, also wenn der Insulinspiegel so unten ist und man, ja, keine Ahnung, es kommt halt dazu, dass dein Puls ab und zu, also anfangs höher schießt, wenn deine Reserven angegriffen werden. Irgendwie sowas war das. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber ich möchte sagen, versucht es. Intermittent Fasting. Intervall Fasting ist wirklich was Gutes. Nicht nur zum Fettabbau gut, sondern einfach gegen Diabetes, gegen Bluthochdruck, gegen generell, es soll auch sogar was gegen Demenz bewirken und wirklich Anti-Aging. Leute, wer will nicht für immer jung aussehen? Also überlegt es euch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt mir bis hierhin zugehört. Bis dann. Ciao.